Willkommen bei Klemmbausteinmagie, ich bin der Mike und wir wollen heute mal ein kleines Tutorial machen. Wir wollen heute mal mit dem LeoCAD ein kleines Auto bauen. So. Neues Modell. Hier sind die Bauschritte. Hier schreibt uns Step an. Hier ist Step 1. So, wir fangen mal mit der Grundplatte an. Was nehmen wir noch für eine? Machen wir so ganz, ganz einfaches Auto, würde ich mal sagen. Plate. Wir wollen ein Plate 4x. Man zeigt einfach schon 4x ist. So, wir machen ein Plate. 4x8 ist zu kurz. Wir machen. Was brauchen wir denn? Ich glaube, 4x10 reicht. So. Rausziehen. Linke Maustaste gedrückt lassen. Haben wir es. Rechte Maustaste können wir es drehen. Mit hier oben können wir hin und her fahren. Bisschen mehr in der Mitte. So machen wir das. So. Die Platte haben wir. Mal kurz gucken. Da. Ja, kriegen wir hin. So, ich sag mal, wir bauen das Auto in. Wollen wir es in Gelb bauen? Yellow. Wir klicken Yellow an. Gehen auf Füllwerkzeug und machen das Ganze gelb. Schön. Ne? Ich denke mal, sieht gut aus. Jetzt gehen wir auf File, Speichern als. So, habe ich hier meine. Ich mache jetzt mal. Bam, badalam, bam. So, ich mache hier mal. Jetzt mal einen neuen Ordner. LeoCAD. Tutorial. Nehmen wir den Ordner drin und ich nenne das aber jetzt mal nochmal einen Unterordner, den nenne ich jetzt mal Auto. Und den Auto speichern wir diese Datei jetzt rein. Das wäre jetzt für mich schon mal der allererste Schritt. Dann will ich hier umgehen, einen Schritt weiter. Dann brauchen wir jetzt ein Windscreen. Ne? So, er zeigt uns alle hier an, was es so gibt. Wenn wir auf Windscreen gehen, hier die Beschreibung dahinter. Da könnt ihr Beschreibung auch ausblenden, nur die Teile lassen. Alles mit 4. Nein, wir brauchen was mit 2x. Habt ihr hier von Hook hier? So, 2x. Die ganzen schönen Eisenbahnen, wunderbar. Weiß noch nicht das, was ich suche. Gehen wir mal ganz mal raus. Das sind auch nur die ganz großen hier. Okay. Doch, da kommen wir langsam hin, wo wir hin wollen. Das ist ein Drittel hoch, alles ein Drittel hoch. Das ist jetzt ganz, ganz schlecht jetzt zum Vorführen. Wir machen das anders. Wir wollten ein altes Auto bauen, ne? So, wie heißen denn die Teile, die Dachziegel? Die heißen Sloop, ne? Zwei mal, jetzt haben wir alle, zwei mal vier. Haben wir die ganzen Sloops, die da, ne? Die müssen transparent sein. Das heißt, wir nehmen hier einen transparenten und setzen den so. Jetzt müssen wir den um die blaue Achse drehen, diesen blauen Pfeil. Einmal ein bisschen rumdrehen. So. Ziehen den dahin, würde ich mal sagen. Ihr müsst natürlich eine gewisse Vorstellung haben, wie euer Auto aussehen soll. Ja, sah ganz gut aus. So, dann brauchen wir ja noch mal zwei kleine Bricks. Links und rechts als Fensterscheiben. So, machen wir jetzt die Bricks da. Wir wollen Sportcoupé kommen. Ja, wir wollen. Immer reinziehen, fallen lassen. Und solange das so alles ist, ist das alles kein Problem. So. Markieren, Copy C, könnt ihr das auch machen. Dann ist der Stein auch wieder da. Und Copy V. So. Ihr könnt auch das Modell erstmal alles in einer Farbe bauen und muss hinterher einfärben. Hängt von der Größe des Modells ab. Da haben wir das. So. Dann hätte ich jetzt gerne wieder ein paar Sloops.
Und zwar 1 mal 3. Das sind die. Dann würde heißen jetzt 3 mal 1. Da haben wir sie, die da. Die setzen wir jetzt da drauf. So, da muss jetzt wieder um die blaue Achse gedreht werden. Den drehen wir, so wie wir es brauchen. Am Pfeil anfassen, hin und her ziehen. Nach oben hin. Könnt auch so lassen, macht er hier drauf. Habt das neu. Ihr müsst das bloß wieder drehen. Und das finde ich dann nicht so schön. Ihr müsst ihn dann wieder drehen. So, so wie ihr haben wollt, um die blaue Achse. Ihr müsst jetzt hier eins höher. Und hier rüber. So. Und dann soll ja ein schöner Sportwagen werden. Jetzt 2x1. Da setzen wir dann, warum was denn hier? Hier ist ein 2x2 ist das. 2x2, Entschuldigung. Da müssen wir aufpassen, hier sind mit Pattern. Brauchen wir den ganz normalen Dinner. So, setzen wir da hin. Er setzt sie immer irgendwo, wo es gerade passt. So hin. Dann ziehen wir dann so rein. Zack. So. Aber der soll transparent sein. Ganz clear. Nehmen wir füllen und so. Na, was weiß ich. Sieht schon nach einem Auto aus, ne? Hier. Mit ein gelbes Postauto, ne? So. Das ist Step 2. Dann würde ich sagen, wir gehen auf Step 3. Also ein weiter. Ihr werdet es garantiert am Anfang vergessen, immer wieder weiter zu drücken. Plate brauchen wir jetzt. Wir brauchen ein Plate. 2x3. Da. Ist mir auch oft genug passiert. So. Müssen wir wieder drehen. Hier rüberziehen. Dahin. Da haben wir. Steuerung V. Steuerung C, Steuerung V, besser gesagt. Gedoppelt ist auch da. Wir können natürlich mal speichern. Ist immer ganz gut. So, wenn jetzt am Anfang geht das so aus, dann können wir immer kontrollieren, ob das alles so passt. In der vorigen Version konnte man Schritte nach vorne oder nach hinten verschieben. Geht in dieser Version leider nicht mehr. Also hier müsst ihr wirklich genau drauf achten. Nicht ablenken lassen, damit das alles so hinhaut. So. Das heißt, wir sind jetzt bei Step 3. Ne? Wenn ich wüsste, nochmal zurück. Ja, so, das ist 3, ist das Dach. Und wir gehen zu Step 4. Dann drehen wir das Ganze um. Da kriege ich die Maustaste gedrückt lassen, umdrehen. Mit der Hand können wir den Arbeitsbereich dahin ziehen, wo wir brauchen. So. Und dann sagen wir, vorne machen wir jetzt erst die Stoßstange. Die ist hier vorne. Da. Step 4 ist jetzt die Stoßstange. Da setzen wir jetzt drauf. Wir brauchen wieder Gelb. Da gehen wir hier raus. Wir wollen vorne einen Brick hinsetzen. Und zwar einen 1x4. Den da. Den wollen wir da hinsetzen. Ohne die Rohrachse wieder drehen. Ein bisschen hin und her schieben. So. Und nach oben. Und nach drüben. So. Passt. Zurückgehen, passt so. Jetzt markieren wir uns mal alles. Das ist alle Teile markiert und wir schieben das ganze Modell mal ein bisschen weiter nach oben. Wenn wir diesen Untergrund hier rauskommen. Ich habe noch nicht gefunden, wie man den Untergrund ausschalten kann. Ich glaube, kann man gar nicht. So, das war unser Schritt 4. 4 ist aber noch nicht fertig. Wir wollen jetzt hier einen Kurzflügel noch einbauen. Den machen wir auch in Gelb. So. Müssen wir mal gucken. Vehikel war das, glaube ich, drin. Müssen wir wieder rausmachen. Dann hat es irgendwie so Mudguard, glaube ich, war das, ne? K-Mudguard. Ne, ich wollte die anderen haben. Die da. Die will ich haben. Anklicken. Reinfallen lassen. Sagt, ihr kriegt ja ein Gespür dafür. So. Hammer, ne? Sieht schön aus. Und wir sagen, wir setzen da
So, da kommt jetzt noch ein schwarzer Plate noch drauf. Schwarzer Plate 2x2. So einer. Ja, er setzt sie, wenn er die hier reinzieht, irgendwo hin, wo er meint, dass es richtig ist. Ihr kriegt später ein Gespür dafür. So. Ich würde sagen, das ist Schritt 4. Ne? Bei Schritt 4 drehen wir das Modell. So. Schritt 5. Ihr müsst immer Augen halten, wie ihr das bauen wollt. Es ist gelb. Ich glaube, Ferrari ist auch gelb, ne? Eigentlich ist ja Ferrari die typische Farbe rot, aber ich glaube, einen gelben Ferrari habe ich auch schon mal gesehen. Jetzt brauchen wir dann wieder einen Brick. Ich glaube, wir brauchen uns einfach, dass mir gerade zum Kopf kommt. Dann brauchen wir ein 2x3 Brick. So, hier mit Police. Die Steine, kennt ihr die noch? Die gibt es in weiß. Mit Police drauf. Gibt es bei Bricklink noch zu bestellen? Ist aus meiner Kindheit noch. So, hier haben wir ein Brick 2x3. Irgendwo hin, wo er meint, so, da setzt er ein. Dann drehen wir die ganze Kiste wieder. Machen einen Schritt nach oben. Ist ein bisschen Puzzlearbeit, also der Lego Digital Designer ist dort einfacher. Aber der Lego Digital Designer hat nur eine begrenzte Anzahl von Steinen. Und die Steine werden zu Update teilweise ausgewechselt. Dann kann es euch passieren, er baut ein Modell. Ein halbes Jahr später, ein Jahr später, wollt ihr halt mal hoch und wieder laden, gucken, nachbauen und dann sagt er, entweder wenn ihr ganz großes Pech habt, Datei defekt. Oder er sagt, wenn ihr Glück habt, Teile fehlen. Dann habt ihr halt so ein Schweizer Käse als Modell, sage ich mal. So, das war jetzt Schritt 5. Jetzt gehen wir zu Schritt 6, wir gehen einen Schritt weiter. Hier wieder raus, jetzt brauchen wir hinten wieder so einen Code. Wir wollen die jetzt kopieren, wir wollen hier einfügen. Dann wird das Ganze in Schritt 4 schon machen. Wollen wir aber nicht. Wir wollen ja die Bauanleitung so einfach wie möglich halten. Also, wir gehen wieder nach, in diesem Fall nach Vehikel. Das hieß, da. Ihr könnt auch das Teil hier anklicken, da zeigt euch auch die Teilnummer online. Hier 3788. Könnt ihr auch machen. Gibt da hier die 3788 ein und dann zeigt euch das auch an, diese Zeile. So, das bauen wir auch hier hin. Zeigt, er baut das immer ganz merkwürdig hin. Besonders wenn er über Kopf arbeitet. Wir drehen das Teil erstmal um die Achse. Ziehen das rüber. Ziehen das hier rüber. Und sieht gut aus, ne? So. Dann bauen wir auch hier Farbe wechseln. Schwarze Plate, 2x2. Wir setzen das da drauf. Er setzt es drunter, weil er das, die Steine, die er reinzieht, orientieren sich immer an der ersten, am ersten Bauteil, was er reingesetzt hat. So, machen wir so. Hier setzen wir ganz hinten nochmal einen Abschlussbrick rein. So, mal gucken. Brick, wir machen jetzt so ganz einfaches Auto. 2x4. So ein hier, zack. Bis Yellow Car Grid. Ne, das wollen wir nicht. Wollen wir normalen haben. Müsst ihr immer aufpassen, ganz normal den da. Ziehen die nach oben. Ziehen den rüber. So, damit haben wir Schritt 6 erledigt. Das ist Schritt 6, der Anbau. Gehen wir weiter, Schritt 7. So, die gab es, glaube ich, in Light Gray. Jetzt brauchen wir wieder Plate. 2x2. Weil hier sind die Plates nicht mal in modifiziert unterteilt und sowas. Hier sind alle Plates drin. Jetzt müssen wir gucken, ob wir irgendwo ein Plate finden, wo wir was mit Achsen zum Dranbauen haben. Hier Plate 2x2 with Wheel Holders. Das brauchen wir.
setze da hin. Wir ziehen die nur hoch. Markieren. Copy C, Copy V. Ziehen wir das wieder rüber. Das ist unser Schritt 7. So. So sieht das ganze Modell bisher aus. Wir haben es ja höher gezogen. So, jetzt kommen wir zu etwas kniffligen Sachen. Jetzt machen wir das erste Untermodell. Das sind die Reifen mit Felgen. Wenn wir das nicht machen würden, müssten wir jeden Reifen einzeln neu machen. Darum gehen wir auf Submodell. New Submodell. Kind braucht einen Namen. Ich nenne es immer Reifen. Wenn ich jetzt unterschiedliche Reifen habe, mein LKW-Truck-Modell, unterteile ich das meistens in VR, vorne Reifen, oder HR, hinten Reifen. Das nennen wir es mal so. Jetzt haben wir eine leere Fläche, eine komplett leere Fläche. So. Ja, jetzt kommt die Frage, welcher Reifen zu welchem Modell? Ist ein bisschen knifflig. Im Grunde gibt es eine Website, die zeige ich mal ganz kurz. Das verlinke ich euch. Ihr habt da die ganzen Felgen und Reifen. Jetzt schickt genau zu, was wo dazugehört. Die Nummern weichen zum Teil von denen hier von Bricklink. Aber gut, bei Bricklink findet das ja noch, aber weichen ein klein wenig ab mit denen von LeoCAD, beziehungsweise außer Eldraw-Teile-Datei. Ist aber gut eine große Hilfe. Ihr steht alles mit dabei. Lego Felge, ach mal, hellgrau, dient die Nummer, passt zu und Achse, Platte, blablabla, hast du nicht gesehen. Der habe ich durch Zufall mal gefunden. Ich sage, die Seite verlinke ich euch hinten dann noch. Aber wir machen weiter mit LeoCAD. Ich habe mir die Teile schon rausgesucht, die ich brauche. So, wir sind, ihr habt da unter New Modell, ist das Hauptmodell. Und alles, was danach kommt, sind Untermodelle. So, jetzt machen wir die. So, Light Violett wollen wir nicht haben. Das Ding hier verschoben alles, ne? Sieht man schon wieder. Light Budisch Lay. Ist ja nicht mal alles hellgrau. So, dann habe ich mir rausgesucht für die Felgen die Nummer 50944. Und Vorführeffekt gibt es gar nicht. Das habe ich da gemacht. Warum haben wir das nicht? Weil wir im Plate sind. Da müssen wir schon auf Tayavil gehen oder auf alle. So, hier zeigt er uns gleich schon mal an, was zusammengehört. Das heißt, wir haben jetzt die Felge hier. Zack. Schöne Sportfelge. Wir wechseln auf die Farbe Schwarz. Jetzt da drüber. Mauszeiger auf dem blauen Pfeil, gibt die Höhenangabe an. So, wunderbar. Dass das Ganze so eckig ist, nachher in LG-View, wenn ich euch das vorstelle die nächsten Tage, sieht es dann nicht mehr so aus. Aber wir haben den Reifen fertig als Untermodell. Wir speichern mal kurz sicherheitshalber. So. Wir gehen in New Modell wieder rein. Das ist ja unser Modell hier. Das da. Ne? Gut aus. Wenn wir jetzt in Models gehen, wenn wir alles rausnehmen, haben wir hier unser Reifen. So, jetzt kommt wieder das Problem. So. Die jetzt anzubringen wird schwer werden. So, wir mal gucken hier. So. Jeder macht es anders. Das ist ja so. Das heißt, ich muss so weit hier rein. Dann sage ich, das muss jetzt noch eine Ecke nach hinten. So, und das muss jetzt wieder ein bisschen nach oben hoch. In dem nee, passt doch nicht. Hier seht ihr das? Da. Das heißt, die blaue Achse, die Z-Achse müsste das sein,
müssen wir jetzt variabel machen. Ich mache die mal auf None. Und dann gucke ich. So, mit dem Mauszeiger auf dem blauen Pfeil, wie das so in etwa passt. Ah, muss mal, das sieht gut aus, ne? Reifen ist dran, sieht wunderbar aus. Dann gehe ich mal gleich wieder zurück und stelle wieder zurück auf den Standard hier für Z. So, das haben wir. Jetzt ist der große Vorteil Submodell, wir können die auch so reinziehen, aber jetzt haben wir hier schon mal die richtige Höhe. Das heißt, wir können jetzt Steuerung C, Steuerung V machen, haben wir es kopiert. Und ziehen das einfach rüber. Was haben wir nicht gemacht? Genau. Das ist das, was ich ja sagte. Wir nehmen das hier nochmal raus. Das war ja unser Schritt 7. Wir müssen einen Schritt weitergehen. Schritt 8. Das war jetzt mein Fehler. Aber gut, dass er passiert ist. Ihr könnt ja mal sehen, dass auch mich als alten Hasen auch sowas unterläuft. So, nehmen wir es wieder ran. Haben wir es? Da? Wieder nach oben. Da muss ich noch ran. Sagt, die Höhe wird nicht passen. So. Jetzt hier wieder zu hoch. Das sehen wir so schon. Seht ihr das? Wenn ihr jetzt die Reifen einzeln so gemacht hättet, ohne Untermodell, hättet ihr da immer beides markieren müssen. Und das ist, nee, braucht man nicht. So. Blau ist die Z-Achse. Ihr könnt auch hier um 20, ein 20stel machen, geht auch. Das müsst ihr wissen, aber es passt nicht so. Ich mache eigentlich bei solchen kleinen Feinarbeiten immer hier None, keine Begrenzung, um das wirklich richtig schön dort reinzukriegen. Und so sieht es gut aus. Macht euch keine Gedanken, auf dem Bauplan später wird man es nicht sehen. So, Steuerung C, Steuerung V, kopiert. Wir ziehen das rüber. Ist es ein Abstand von Noppen? Passt. Haben wir. Gehen wir mal zurück. Jawohl. Steuerung V, wir haben es ja noch drin. Jetzt müssen wir das Ganze einmal um die blaue Achse drehen für die andere Seite. Das drehen wir. Nicht wundern. Hin und her schieben. Passt. Den wieder markieren. Steuerung C, Steuerung V. Rüberziehen. Und schon haben wir ein nettes kleines Auto gebaut. So, jetzt markieren wir uns mal alles nochmal. Den Ganzen jetzt wieder hochzuheben. Das ist unser kleines Auto jetzt. Autochen jetzt. Ja, es gibt schönere. Es sollte euch nur mal kurz veranschaulichen, wie das Programm funktioniert im Großen und Ganzen. So, jetzt gehen wir auf den Pfeil. Jetzt gehen wir ganz zum Anfang. Das ist Schritt 1. Die Platte, seht ihr auch hier unten da. Schritt 1, da ganz unten. Unten rechts in der Ecke. Da geht er zum Endstand. Zum Anfang. Dann könnt ihr machen. Schritt 2 sind diese Teile. Schritt 3 ist das da. Schritt 4 war jetzt hier unten, ne? Da. Da unten die Teile. Schritt 5 die Türen sozusagen. Schritt 6 der Hinterkotflügel und das Heck. Schritt 7 sind die Achsträger, sage ich mal. Und Schritt 8 sind die Räder. Und schon haben wir ein ganz kleines, putziges Auto gebaut. Es gibt ganz komplexe Baupläne. Kann ich euch mal kurz mal zeigen, wie sowas ausschaut. Kleinen Moment. Den speichern wir erstmal. Dann machen wir was Komplexeres auf. Kurz mal gucken, was haben wir denn da? Stadt. Nein. So. Das ist ein Modell, was ich selber oben stehen habe. Ein Scania. Ich liebe Scania.
Und ihr seht, das Ganze hat hier unten rechts 40 Bauschritte fürs Hauptmodell. Es gibt Untermodelle, Submodelle. Hier ist Hinterreifen, Vorderreifen. Hier ist das Heck, Seitenblenden. Ne? Hinterreifen, Vorderreifen, Heck und so weiter. Nur mal so am Rande bemerkt. Nichtsdestotrotz, LeoCup Tutorial, Auto. Hier ist unser Auto. Mit dem Auto machen wir dann im nächsten Video mit dem LD View, machen wir da dann mal weiter. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Lasst ein Like da, würde mich freuen, genauso wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und dann sage ich Tschüss.